Hallihallo, herzlich willkommen. Ich kenne meine schöne Kaisersuite. Svetlana hat sich mit Familie natürlich in eines der exklusivsten Hotels in Ischgl eingebucht und gleich in die Kaisersuite. Allerdings war die Anreise aus Mallorca über München wegen des ganzen Gepäcks schon ziemlich anstrengend. Zum Glück habe ich meinen Mann dabei immer bei Urlaub und er ist schon kräftige deutsche Eiche. Und wir haben insgesamt ungefähr 7 Koffer. Er hat alles geschafft in einem Minivan anpacken, weil mit anderen Autos sind wir nicht mehr klargekommen. Die mitgebrachte Nanny hat ein eigenes Zimmer, der dazu gebuchte Maskenbildner natürlich auch. Und es gibt eine Sauna im Bad. Svetlanas Lebensgefährte Erich hat wieder alles möglich gemacht. Der Mann arbeitet offensichtlich sehr gewinnbringend in der Sicherheitsbranche und dachte, die 160 Quadratmeter Suite hätte eigentlich genug Platz für eine Großfamilie. Eigentlich. Es ist doch etwas klein, zumindest für all die Koffer und die Sachen, die man mitgenommen hat. Es können noch mal 50 Quadratmeter mehr sein. Nein, aber es hält sich im Rahmen. Wir sind jetzt 10 Tage hier und zahlen ungefähr 20.000 Euro. Natürlich hat die bereits mitgebrachte Garderobe von Svetlana viel Platz gebraucht. Sie hat alleine 3 Pelzmäntel dabei. Aber die sind in so einem Ort ihrer Meinung nach eben auch wichtig. Ein Chinchilla, ein Nerz, ein Fuchs. Für sie kein Problem. Das ist jetzt Nerz, aber das ist sehr schön gearbeitet ist und das ist eigentlich Unikat. Und das ist was Schönes ist, man kann das beide Seiten tragen. Ist das echter Pelz? Ja klar ist das echter Pelz, weil ja, ich leide die unechte Pelze, die nicht so warm sind, ne, und sehen auch nicht so gut aus. Erich muss sich übrigens mit wenig Platz begnügen. Weil die Kinder im Ehebett schlafen wollen, hat er sich dieses Zustellbett bringen lassen. Hier quetscht er sich jede Nacht dazu. Was will man für 20.000 Euro verlangen? Svetlana und ihre Kinder möchten in diesem Urlaub endlich Skifahren lernen. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg. Denn Erich steht erstmal eine Shoppingtour Deluxe bevor. Für mich ist das wichtig, damit ich mich wohlfühle. Und wenn ich habe eine Jacke, was schon 2 Jahre alt ist, obwohl ich habe die nur einmal angezogen, ne? Trotzdem, das finde ich No-Go. Und gerade für so ein schickes Ort wie Ischgl. Eines der teuersten Geschäfte in Ischgl ist die erste Anlaufadresse. Es ist nicht einfach, hier etwas zu finden. Svetlana gefällt einfach alles. Allerdings hat sie genaue Vorstellungen, wie das Ski-Outfit auszusehen hat. Das muss natürlich gut aussehen. Das muss zum Schnee passen. Rote Farbe finde ich passt sehr gut. Dann muss zu meine blonde Haare passen. Dann muss auch für meine Lebensgefährte gefallen. Und naja, damit wir mit ganzer Familie Spaß haben. Die Nanny ist voll bepackt mit Sachen. Svetlana ist im Kaufrausch. Und Erich fragt sich wieder mal, ist das alles wirklich nötig? Ich weiß nicht, was in den 57 Koffern drin gewesen ist. Ja, ich dachte, das wäre alles. Aber sie hat wohl alles Mögliche mitgenommen, aber nicht das zum Skilaufen, weil sie sagte, es gibt bestimmt dieses Jahr neue Farben. Der Skitag kann endlich beginnen. Mach mal zu, sonst wird die Milch sauer. Von Anfang an war klar, dass hier ein Privatlehrer ran muss. Entschuldigung, 2 Privatlehrer, einen für die Kinder und einen für Svetlana. Erich, der ein guter Skifahrer ist, hatte keine Lust, seiner Lebensgefährtin den richtigen Schwung beizubringen. Ich habe nicht die Geduld. Weil wenn sie genauso beim Skilaufen lange Zeit braucht, wie sie in Boutiquen und Kosmetiksalons Zeit braucht, dann werde ich dann etwas kritisch. Svetlana macht sich gut auf Skiern. Wahrscheinlich liegt es am neuen Outfit. Sie ist total happy damit und plant schon die nächsten Einsatzorte für ihren Dress. Ob das St. Moritz ist, ob das Kitzbühel ist, ob das Davos oder Stadt, überall kann man sehr gut das nutzen. Was hat die Jacke jetzt eigentlich gekostet? Die ganze Outfit hat gekostet, glaube ich, mehr als 4.000, 4,5 oder so. Und, aber das lohnt sich. Nach dem Skitag steht noch ein großer Abend bevor. Die legendären Beach Boys treten in Ischgl auf. Und da hat Erich ein Meet and Greet organisiert. Deshalb muss nun der Maskenbildner ran, damit Svetlana bombig aussieht, wenn sie auf die Band trifft. Ja, die Beach Boys, das ist eigentlich sehr, sehr bekannte Boys-Band. Es war aber früher, glaube ich. Und das gibt diese Surfing USA, die Song. Und das war weltberühmt. Und hier sind sie, die legendären Beach Boys. Noch dabei der 73-jährige Mike Love und der 74-jährige Bruce Johnston. Sie sind doch ein wenig irritiert über die imposante Erscheinung, auf die sie treffen. Und noch mehr darüber, was sie ihnen mitzuteilen hat. Ich muss gleich schnell ins Hotel, um mich umzuziehen. Ich habe ein ganz tolles Outfit, extra fürs Konzert, damit ich tanzen kann. Svetlana ist im VIP-Bereich des Konzertes. Die Beach Boys sind immer noch top im Geschäft. Die Band lädt sie auf die Bühne ein. Und da ist sie alles andere als schüchtern.
Im Gegenteil, man hat das Gefühl, sie genießt den Auftritt. Lebensgefährte Erich erkennt Showpotenzial. Ich bin happy und stolz, dass Svetlana gefällt. Sie ist ein Mädel für die Show-Effekte, sie ist ein Mädel, die die meisten begeistern kann. Und sie wird noch eine riesen Zukunft auf diesem Gebiet haben. Auch Svetlana ist beseelt von der eigenen Show-Einlage. Denn dass sie heute selber auf der Bühne stehen würde, damit hat sie natürlich nicht gerechnet. Das war für mich voll Überraschung und erst war ich erschockt, aber danach, es war nur eine Sekunde und es war alles vorbei. Oh, danke. Sie haben die ganze Show gerettet. Danke. Nach dem Konzert Absacker in einer der berühmten Ischgler Après-Ski-Hütten. Erich ist bester Stimmung. Ich sage, ich liebe die Mädels mit dem Holz vor der Hütte. Gibt dem Winter Wärme und dem Sommer kuschelige Ecken. Also ich bin gewohnt mit Sprüchen vom Erich, das geht mit einer Ohr rein und andere Ohr raus. Ja, und ich lasse ihn einfach quatschen. Ne? Später nach ein paar Schnäpschen wird aber noch standesgemäß getrunken. Die Champagnerflasche, die mit Säbel geöffnet wird, ist Pflichtprogramm. Und dabei kommt Erich eine tolle Idee. Vielleicht hat Svetlana sogar Potenzial als Sängerin. Auf einer Bühne macht sie jedenfalls eine gute Figur, findet er. Ob seine Karrierepläne mit Svetlana klappen, wir werden es erfahren in der nächsten Folge von Svetlanas Welt. Und wir